Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Clash of Clans muss erstmal laden hier beim Schief Barfuß. Aber ihr habt es im Bildchen gesehen, wir haben ein neues, wir haben, was heißt neues Rathaus 11? Ja, wir haben ganz, ganz neues und frisches Rathaus 11. Und das hat jetzt lange genug gedauert, dass der Barfuß hier Rathaus 10 gewesen ist. Also irgendwann kommt ja die Zeit. Dann, es kommen ja 10er nach, also der Chefkoch ist auf einem guten Weg, mein nächster Max 10er zu werden. Er hat jetzt auch schon 40er Helden, also geht alles schon seinen geregelten Weg hier. Ich habe gestern schon mal das Rathaus hier, beziehungsweise das Bildchen angestoßen. Daraus habe ich den Screenshot gemacht, weil das bekommt man nur einmal. Und manchmal musst du halt, oder so als Aufnehmer, musst du halt manchmal die Situation nutzen, schnell was machen, weil es halt nur eine einmalige Aktion ist. Und ihr seht, dass hier meine Lager sind recht üppig gefüllt. Ich würde sogar sagen, sehr, sehr voll. Auch hier habe ich so ein bisschen was, erstmal ein bisschen was wegzuräumen. Also bevor ich immer eigentlich anfange, so zu updaten, ich überschlage da nichts oder so, sondern ich mache das immer ganz, ganz piano. Aber ganz, ganz piano ging es ja auf meinem Kanal nicht ab, Leute. Das Video vom Montag, wo ich ja eigentlich nur eine Frage gestellt habe, ist ja doch ganz schön viel aufgerufen worden. Vielen lieben Dank dafür und auch vielen lieben Dank für die vielen Lösungen. Wir haben es allerdings schon am Montagabend im Stream, zumindest mit einem Account, gelöst. Und ich habe jetzt eben auch gesehen, dass jemand schon geschrieben hat, dass er gefühlt nach 30 Angriffen es endlich geschafft hat. Es ist natürlich die Rede von dem Ereignis. Das werde ich gleich mit euch spielen, wenn wir erstmal alles ausgegeben haben, weil dann lohnt es sich auch, denn hier gibt es eine Mille Gold und eine Mille Elex und 10.000 Dunkles vorher, bauen wir eben mal hier ab. Sehr unglücklich hier gewachsen, die Bäume, muss ich sagen, aber ich glaube, weil ich noch keinen anderen Baum habe hier, würde ich mal vorschlagen, wir nehmen mal einen und bewegen den. Den tun wir mal dahin, denn wir kriegen eine Schippe wieder, den bauen wir mal ruhig ab hier. Und dann sammeln wir aber eben ein, bevor wir anfangen, hier Sachen auszugeben bzw. auszubauen. Also die Vorgehensweise habt ihr schon so oft bei mir in den Videos gesehen. Aber ich freue mich selber jedes Mal, wenn es eine neue Rathausstufe gibt. Vor allen Dingen jetzt 11 mit dem Worden dabei. Und der Adlerartillerie wird das ganze Spiel nochmal heftigst interessanter. So, von den beiden können wir auch mal einen abbauen. Machen wir mal dieses verlassene Grab hier. Ich glaube, da habe ich noch Gräber. Ich muss mal sehen, wo ich immer so doppelte Sachen habe. Die kann ich dann abbauen, weil irgendwann wird zu viel in der Base und dann spawnt da gar nichts mehr. Aber wir haben jetzt noch ein paar Juwelchen dazu bekommen. Und auch hier unten gibt es noch einen. Okay. Einen einzigen. Ich habe, glaube ich, alles schon fast alles abgearbeitet. Fast alles abgearbeitet. Aber die wichtigen Sachen natürlich noch nicht. Aber die machen wir jetzt. Wir haben jetzt 5 von 5 Bauarbeiter frei. Und ja, das ist immer die große Frage, was macht man als erstes? Ich meine, ich habe jetzt 4 Tage, 18 Stunden hier Schub auf alles. Nur nicht auf Kasernen, tolle Wurst. Aber es gibt hier dann auch ganz, ganz viel Bonus mit einem Stern. Und da können wir natürlich schon so ein bisschen was ausgeben. Also ich bin kein Engie oder so, ich baue immer alles. Nur es ist alles fürchterlich teuer und alles kostet zu Anfang vor allen Dingen Elex. Richtig viel Elex, die Lager kosten Elex und so weiter. Und ihr seht jetzt auch, mir wird auch das nette Paket angeboten. Das habe ich mir einmalig gegönnt, ich glaube beim Thorsten. Da habe ich mir das tatsächlich mal damals gekauft. Der Preis ist geblieben, also da ist nichts verbilligt hier. Und die Mehrwertsteuer werden, die Mehrwertsteuersenkung wird noch nicht mal weitergegeben. Okay, ist egal, brauchen wir nicht. Wir haben noch ein paar Hämmer und wir haben ein paar neue Sachen. Ja, gibt es eigentlich neue Mauern hier? Oh, es gibt 50 neue Mauern, okay. 50 neue Mauern. Ich würde trotzdem sagen, wir nehmen mal den Adler als erstes raus. Der ist am teuersten, dann ist das Lager da oben schon mal leer. Und wir haben hier einen einzigen Hammer und haben aber auch ein Unibuch. Und haben auch hier unten noch einen Hammer, um ein Gebäude zu verbessern. Ja, das ist jetzt die Frage. Nehmen wir den sofort oder den Hammer? Nur für den Adler, ich meine, der braucht ja auch ein paar Tage, ne? Wie lange läuft der Adler? Als Verteidigung läuft der Adler 7 Tage, eine Woche, es geht eigentlich. Eigentlich geht es. Extra dafür jetzt einen Hammer verbrauchen. Vielleicht nehmen wir den Hammer dann doch lieber woanders. Das ist, glaube ich, den können wir hier ruhig mal hinstellen, dann können sich die Leute den wegsnacken für ihre Tat. Oh, jetzt dicke Finger, Toto.
So. Und dann haben wir jetzt noch ein paar Bobs frei für die kleinen Sachen hier, die wir machen müssen. Fallen kriegen wir was dazu. Oh, die Tornado-Falle. Okay, die kann ich jetzt im Moment nicht nehmen. Dann nehmen wir mal das, was wir als Armee reinkriegen. Den großen Wächter. Der kostet 6 Mille. Ne, 6 oder 3? 6, alles klar. Der kostete 6 Mille und habe ich ein Heldenbuch, da kann ich wenigstens einen Helden, ja, ich habe ein Heldenbuch, das ist jetzt auch sehr ärgerlich, jetzt habe ich so viel Dunkles hier und kann es eigentlich gar nicht wirklich einsetzen und würde natürlich gerne meinen Warden erstmal auf 5 haben. Leveln wir dann schon die Queen oder einen King wenigstens ein Level weiter, dass wir unsere Hämmer verbrauchen? Ich glaube, das machen wir mal nicht. Ich glaube, wir nehmen mal die Schleichkobolde hier, dann haben wir hier ein bisschen Dunkles ausgegeben, wenn auch nicht ganz so viel. Aber schon mal wenigstens etwas. So, wir können weitermachen. Dann nehmen wir das ganze Zeug mal raus hier aus der Schatzkammer und können sicherlich auch was lostreten. 6 Mille. Was kostet denn hier so 6 Mille? Fast auf den Kopf 6 Mille. Aber ja, lassen wir glaube ich auch laufen. Wir lassen auch hier das Labor laufen 6 Tage. Und damit haben wir hier alles ausgeschöpft. In der Tat. Von den anderen Sachen sind die Verteidigungen sicherlich immer sehr, sehr interessant. Und 3 Tage dauert das Teil hier. Alles klar, die Sachen werden nicht so lange laufen bei mir, Leute. Denn ich werde gleich alle Bücher raushauen, die ich hier habe, wenn erstmal alle Bobs beschäftigt sind. Das sind 5 Stück da oben. Und ich glaube, wir kriegen noch eins hier in den Ereignissen, kann das sein? Kann es sein? Ah, nee, kriegen wir nicht. Das war ein anderes Ereignis. Okay. Aber letztendlich notfalls können wir uns hier noch ein paar per Marken holen. Ihr seht, ich habe auch ordentlich Hämmer hier. Also wir kommen in jedem Fall zu irgendetwas. Können wir das Heldenbuch, glaube ich, mal ausgeben. Wir können das Heldenbuch, glaube ich, mal ausgeben. Und zwar geben wir wirklich das Heldenbuch aus. Ja, wir geben das Heldenbuch, glaube ich, auf. Wir geben, glaube ich, das Heldenbuch auf. Benutzen. Elixier. Machen wir mal eben. Upsala. Dann geben wir mal eben das. Aber der kostet ja nichts. Dafür jetzt extra ein Heldenbuch? Der kostet ja nichts, ne? 12 Stunden nur. Dafür ein Heldenbuch? Das lohnt sich ja fast gar nicht. Erstmal würde ich sagen, nehmen wir das Gebäude hier hoch. Ein Armeelager schon mal. Und den Hammer holen wir uns eben mal nach. Der hat ja jetzt ein bisschen Bauzeit. Upsala. Der hat ja jetzt ein bisschen Bauzeit. Und nehmen, glaube ich, die Kaserne immer hoch. Kaserne ist, glaube ich, gut. 5 Truppenlevel mehr oder 5 Truppenplatz mehr. Das ist wenig. Hört sich wenig an, aber kann viel sein. Machen wir hier auch mit dem Hammer. Und dann haben wir einen kleinen Levelaufstieg. Okay. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Elex. Wir haben noch 2 Bobs. Nehmen wir erstmal die kleinen Sachen raus. Das mache ich jetzt eben mal mit euch im Schnellverfahren. Okay, da sind wir aus dem Schnellverfahren wieder raus. Ihr habt gesehen, ich habe den einen Warden-Level mal hochgeschlagen. Hintergrund ist natürlich, dass der möglichst schnell auf 5 kommen soll. Ich meine, im Moment ist er ja 7, also wir haben die Warden-Fähigkeit ja schon. So ist es nicht. Dann fragen wir mal eben so ein paar Truppis an. Das brauchen wir nicht so. Dann nehmen wir mal nur Bodentruppen, glaube ich, das reicht. Und Farm, einfach was zum Farm. Und wenn wir die dann gleich befüllt haben, machen wir hier auch einen Angriff. Aber wir können vorher, können wir eigentlich nur Dunkles ausgeben. Wir können jetzt kein Dunkles ausgeben, außer ich nehme doch, glaube ich, die Queen hier hoch. Ich nehme doch die Queen hoch. Komm, wir machen die Queen für 180. Nehm mal das Buch. Dann haben wir jetzt noch 16. Dann lohnen sich auch die anderen Sachen, würde ich sagen. Und ja, dann zeige ich euch am einfachsten mal, wie das hier geht hier. Das Winterwunder Wunderland. Also letztendlich habe ich es jetzt schon ganz, ganz oft geschafft und zwar immer nach der gleichen Art und Weise. Es ist wirklich nicht so schwer. Hierbei ist wichtig das Timing. Und zwar gehen wir hier unten am King mit allen 3 Helden hier über das Lager Richtung King. Wenn die Bogenschützen anfangen zu schießen, dann setzen wir da kurz vorher einen Eisgolem. Die setzen wir hier auf die gesamte Flanke.
bis hier hinten bei den Kanonen und X-Bogen. Wenn die dann auch getankt sind, hauen wir hier unsere Geschenke rüber. In der Zeit müsste eigentlich der King hier hinten schon so Richtung Adler gehen. Mal sehen, ob mir das auf Anhieb gelingt. Ich meine, wenn es mir jetzt nicht gelingt, dann kann ich euch sagen, ich habe das bei den anderen jetzt schon öfter geschafft und habe es mal ein bisschen geübt. Aber es kann natürlich auch mal ein wenig anders laufen. Okay, wir gehen mal rein. Es kann natürlich auch ein bisschen anders laufen. Jetzt muss ich kurz mal aufpassen, dass jetzt gleich, wenn die Bogenschützen schießen, also so da, nehmen wir hier ein paar von denen rein. Wir nehmen ein paar von denen hier rein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann können die jetzt reinfunneln. Und jetzt geht der King nämlich schon rein. Den nehmen wir jetzt mal eben in die Pflicht. Hier kommen die Geschenke über den X-Bogen. Und nehmen jetzt einfach die beiden Hunde hier Richtung den Infernos. Denn die Infernos, die müssen wir hier immer kitten. Das heißt nicht kitten, sondern die Infernos und die Queen einfach ausstellen. Und dann reicht das. Komm, lass mal meinen Hund da in Ruhe. So, jetzt können wir die Queen auch, glaube ich, zünden hier unten. Und mein Gladiator macht da in jedem Fall die Queen. Ja, komm. Und dann läuft das so. Und so läuft es auch. Also auch jetzt, ich meine, ich habe jetzt noch reichlich Welpen da. Ihr seht das, ich habe zwei Golems da und könnte den Eiszauber hier, beziehungsweise den Fries, glaube ich, auch noch zwecken. Denn der Rest der Base hier, das sind jetzt nur noch vier Bogenschützentürme. Ihr seht, meine Queen ist noch ganz da, mein King ist noch ganz da. Und mein Warden ist noch ganz da. Und müsste das eigentlich funktionieren. Manchmal laufen die dann erst zu den Bogenschützentürmen oben und dann erst nach hier unten hin. Aber letztendlich ist es ja egal. Man schafft das auf jeden Fall mit einem Mal. Also, aber trotzdem nochmal vielen Dank für die vielen Tipps in dem Stream und auch unter dem Video in den Kommentaren. Und ich hoffe, ihr schafft das jetzt auch. Es gibt jetzt, glaube ich, auch verschiedene Lösungsansätze dafür. Also das muss nicht immer so bleiben, wie es hier ist. So, den machen wir mal gerade mundtot, weil die Queen erstmal was anderes macht. Ja, immer, ich weiß nicht, warum die immer erst das Lager macht. Die KI soll doch so intelligent sein, dass sie erstmal das macht, was sie jetzt gerade anschießt. Und dann haben wir das hier gepackt. Das heißt, 10.000 Dunkles und 1.000.000 jeweils Gold und Elex. Ja, das könnt ihr jetzt beliebig wiederholen. Es bringt euch nichts, also es bleibt einfach so, wie es ist. Und aber so schafft man es. Ich wollte es auch nur zeigen, dass ich es auch kann. So ist es nicht. War ja die Tage wirklich ein Drama. Okay, da haben wir unsere Schaufel wieder, 500 EP und auch ein paar Gems wieder reinbekommen. Wunderbar, so läuft das. Jetzt muss ich mir nur selber mal wieder Truppen geben. Kein Mensch mal wieder hier. Kleinen Moment eben mal. Jo, so, ich habe eigentlich alles auch rausgebaut. Das passt so. Klammbuch haben wir hoch. Und farmen willst du. Okay. Dann gebe ich dir mal was zum Farmen. Machen wir mal. Ah ne, ich kann ja jetzt. Ach. Verdammt, Leute, ich kann jetzt einen großen Zauber nehmen. Das war es ja bei der Kaserne. Nicht bei der Kaserne. Hier bei der. Bei der Clanburg, ich kann ja jetzt viel, viel mehr nehmen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, das habe ich gar nicht gepeilt. Es war der Zauber, der da noch reinkam. Und nicht nur das andere Ding dort. Dann nehmen wir die nochmal nach. Wir haben ja jetzt irgendwas gegeben. Ich musste dem ja jetzt irgendwas geben, damit die Folge hier am Stück weitermachen kann. Und dann können wir hier mal angreifen mit unserer frischen neuen Elfermeute. Wir haben ja jetzt schon ein Lager fertig. Das zweite Lager machen wir sicherlich auch. Ich würde es ganz gerne anstoßen, denn so viele Tage, oder doch, das läuft da schon ganz schön viele Tage, ne? Na gut, ach doch, wir können ja jetzt den Warden doch schon zünden. Ich habe gerade überlegt, ich kann es den Warden noch gar nicht zünden, aber wir haben ja jetzt auch 4,5 Tage noch den alle Helden hier 5 Level drauf und das müssen wir natürlich ein bisschen ausnutzen, mal sehen. Ah ja, jetzt weiß ich, manchmal muss ich mich daran erinnern, warum ich gewisse Sachen gebaut habe. Und natürlich wisst ihr, warum ich diese Eistypen hier gebaut habe. Gar keine Frage. Und warum ich Mauerbrecher mit habe, wisst ihr auch. Ja? Ich weiß es selber nicht. Okay. Egal, wir gehen hier rein und
gucken mal, wo wir hier eigentlich durchspringen können, in dieses Maschinchen hier mit dem Rollholz. Das ist schon ziemlich krank, muss ich sagen. So, hier ist die gegnerische Queen. Die machen wir mal eben etwas mundtot, würde ich sagen. Und ja, wo können wir denn eigentlich hier so rüberspringen? Da vielleicht und da vielleicht. Müssen wir mal sehen. So, da kommt meine Clanburg raus. Die Queen ist noch da unten. Auch ihn machen wir hier mal ein bisschen mundtot. Da sind auch ein paar Skelette bei. Okay, dann nehmen wir hier einmal den hier und nehmen hier unten unsere Magier, dass die außen einfach mal mitlaufen. Würde ich sagen, nicht, dass es die Päcker gleich raustreibt. So, meine Loons sind ganz gut zugange. Da ich meine, okay, jetzt kommen wieder die Thorsten-Weisheiten. Ja, der war nicht Max und war ein Zehner. Und ich bin ja schon Elfer. Gar keine Frage, so soll es ja auch sein. Also immer rauf auf die kleinen armen Zehner hier. Denn die haben auch Fresh Load für uns. Habt ihr gesehen, über 5000 Dunkles jetzt gerade. Also kein Skrupel haben, nicht wegklicken und sagen, ach, der arme Zehner hier, nix da. Nix da, keine Zweifel haben, kein Herz zeigen, alles mitnehmen hier bei Clash of Clans. Und das macht man höchstens, wenn man oben in der Legende mal auf einen Neuner trifft, dann kann man mal sagen, komm, ich verliere mal, dann kann er noch in Legende bleiben. Oh, hier leckt es jetzt ja gerade heftig durch, habe ich gerade gesehen. Oh, nicht, dass das Update von OES 14 ist, dass der Air-Server nicht mehr so gut läuft hier und die Bildschirmspiegelung. Aber ich habe gerade gesehen, das hat gerade extremst einmal durchgeleckt hier. So, jetzt haben wir auch den Sternebonus, wunderbar. Jo, so können wir in jedem Fall weitermachen. Und ich würde aber gerne noch ein Lager bauen. Und zwar, jo, sein Armeelager, 10 Tage auch, 10 Tage. Oh, wir haben aber ein Buch. Ich könnte sofort fertig machen, aber ich habe jetzt auch nichts mehr, was hier nachgelagert ist. Ich habe noch ein Buch, noch eine Rune des Goldes. Da gucken wir mal, wie wir die einsetzen. Truppenbuch brauchen wir noch nicht, Zauberbuch auch noch nicht. Zauberbuch haben wir sowieso nicht, aber wir haben noch einen Heldenhammer. Den nehme ich meistens erst beim 5er Helden, also wenn ein Held einen 5er Schritt macht, zum Beispiel beim Warden auf Level 5 nehme ich den Hammer oder Queen auf 45. Das ist so meine Machart, da weiß ich nicht, ob ihr die einfach immer nehmt, wie sie kommen. Ich mache das eigentlich nicht, sondern ich mache das dann tatsächlich so, dass ich sage, den nehme ich immer schön, wenn so ein 5er Schritt kommt, dann lohnt es sich auch. Und weil so viele hat man da ja nicht von und nach wie vor haben wir da ja noch, anders als bei den Supertruppen, haben wir da ja noch die Reduzierung der Tage drauf, das heißt also die Wartezeit 7 Tage auf den Hammer. Deswegen haben wir hier jetzt auch nichts mehr, was wir rausholen können. Jo. Das ist eigentlich von mir gewesen, das wollte ich eigentlich gestern schon gemacht haben, aber ich habe mich gestern mit dem Arbeitskollegen verquatscht und weil ich mich so hart verquatscht habe, zwei Tage, zwei Stunden, nehmen wir hier die Gegenstände, das hatte ich ja noch gesagt, ich nehme die immer ganz zu Anfang, dann habe ich meine Bobs immer ganz schnell fertig, weil die 4 Tage nutze ich natürlich mit diesem Account hier jetzt ganz, ganz, ganz extrem aus, dass ich hier den Boost habe und hier schnell, sage ich mal, die maximalen Sachen habe, also die Armeelager müssen hoch hier, die das Labor muss hoch, damit ich weiter meine Truppen machen kann, da muss mindestens eine Kaserne hier hoch, denn dort kriege ich ja den Eisgolem mit dazu. Bei der hellen Kaserne, ich nenne sie mal so, bekommen wir da eigentlich auch was zu. Ah ja, stimmt. Den E-Drachen, ich glaube, wir machen erst eine helle Kaserne. Aber ihr seht, das kostet alles erstmal Elix und das muss ich mir jetzt reinfahren. Ich hatte die Magier hier wegen dem Event. Vielleicht nehme ich doch gleich mal die Goblins. Jetzt habe ich extra 25.000 dafür aufgenommen und dann machen wir das auch. Also, läuft hier. Okay, ja, ich habe mit euch das Spiel gemacht, wollte euch das nur zeigen, dass Thorsten das auch kann, dass es nicht irgendwo gekünstelt ist oder nochmal später aufgenommen oder nicht von mir womöglich gemacht wurde, sondern ich habe das jetzt schon mit fast allen Accounts irgendwie fertig bekommen, genau auf die Art und Weise, aber es gibt mittlerweile etliche Videos und deswegen glaube ich, dass mein Video von Montag nur so eine Eintagsfliege war. Eigentlich habe ich nicht so viele Aufrufe, meistens nur zwischen 300 und 400, so nach 2 Tagen. Jetzt die über 5.500, das war denn doch schon ein bisschen zu viel des Guten, aber ich habe gesehen, Fred hatte mich auch mal kurz erwähnt in einem seiner Videos, die er von der DCM-Meisterschaft gemacht hat, habe ich gehört und kann auch sein, dass es da so ein kleiner Mini-Bonus war oder so oder halt alle nur geguckt haben, wie kann man dieses Spiel machen. Jetzt wisst ihr, wie es geht, das ist die Lösung und
Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich noch einen weiteren Elfer habe, denn die anderen beiden Elfer sollen ja dann auf 12 gehen. Ich bin aktuell im Clankrieg. Da muss ich auch mal sehen, wie ich jetzt vorgehe. Beziehungsweise, was wir noch rausholen können. Ich glaube, den kann ich. Ja, vielleicht kriegen wir den rausgeholt. Mal sehen. Aber ich habe hier oben schon gefailt. Mit einem Stern, mit dem Donnerbengel. Ja, das ist aber noch ein bisschen, alles noch ein bisschen schwierig für meine Truppe. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns vermutlich heute Abend schon. Mittwoch ist immer mit Clash. Machen wir ein bisschen Pass, ein bisschen CK. Alles, was so geht hier bei Clash of Clans. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.